Diesen Anblick wird es bald nicht mehr geben. Im Herbst 2016 verschwindet der Abluftkamin am Block 1. Der Kamin ist weithin sichtbar und steht symbolisch für das ehemalige Kernkraftwerk. Das Kraftwerk mit der Turbinenhalle, den Sicherheitsgebäuden, den Verwaltungshäusern und mit seinen 8 Blöcken und den Abluftkaminen. Von 100 auf 0. Eine Herausforderung für die EWN-Experten und für die Abbruchfirma und die Kranfirma, die hier mit spezieller Technik vor Ort sind. Es haben viele Leute hier im Unternehmen dort mitgearbeitet. Alles Fachleute, was Arbeitssicherheit, Strahlenschutz und auch die Technik betrifft, die im Prinzip dafür sorgen, dass ich hier so ruhig stehen kann mit dem Objekt im Rücken. Gut, das ist eine ganz spezielle Technologie, für diese Art Bauwerke von uns entwickelt wurde und auch ein Stück weit angepasst werden muss bei jeder Baustelle. Ja, das ist ein Lipier, ein Teleskopkran, ein 400-Tonner. Der ist jetzt mit Wippe aufgebaut, auf 110 Meter. Und wir müssen da oben eine Hakenlast von 8 Tonnen bewältigen. Die hat er locker drin. Seit Tagen laufen die Vorbereitungen. Das Gelände ist gesichert, der Kran wird montiert und aufgerichtet. Muss der Kamin überhaupt abgerissen werden? Der Schornstein hat seine Dienste getan. Die Abluft, die eins darüber gegangen ist, die Anlagen sind außer Betrieb gegangen. Also wir haben hier viel Rückbau, viel Abriss, aber auch viel Neubau. Und der Schornstein ist jetzt vielleicht das auffälligste Symbol für den Rückbau. Der Abluftkamin Nord 1 ist kein gewöhnlicher Schornstein. Mit ihm verbinden sich viele Erinnerungen. Denn er war Anfang der 1970er Jahre das erste Bauwerk im Kernkraftwerk am Standort Greifswald. Noch bevor die ersten beiden Blöcke fertig waren. Der Kamin ist 100 Meter hoch. Oben hat er einen Durchmesser von 3,50 Meter und eine Wandstärke von 20 Zentimetern. Am Boden ist er 7,50 Meter breit und 40 Zentimeter dick. Insgesamt wurden 500 Kubikmeter Stahlbeton verbaut. Abluftkamin, das heißt, die Abluft aus den Blöcken 1 und 2 und aus dem Spezialgebäude SG1 wurde gefiltert, dann über einen Kanal, den sogenannten Fuchs, in den Kamin geführt und nach außen geleitet. Bevor es nun richtig losgeht mit dem Abriss, muss zunächst die umlaufende Bühne abgebaut werden. Das geschieht aus einem Personenkorb heraus in über 90 Meter Höhe. Doch wozu diente diese Bühne? An der Bühne waren meteorologische Ausrüstungen dran, die Windgeschwindigkeit, Windrichtung aufgenommen haben und archiviert haben für die Bestimmung der Abriffpfade. Mehrere Stunden haben die Männer mit den Presslufthämmern zu tun, bis die Bühne verschwunden ist. Nun ist alles bereit. Der eigentliche Abbruch kann beginnen. Jetzt geht es an den Kaminkopf. Der erste Biss. Die Zange greift zu. Die ersten Steine fallen. Hier kommt eine spezielle Abbruchzange zum Einsatz. Es sieht grundsätzlich so aus, dass wir eine krangeführte Hydraulikschere in die Abbruchzone am Kopf des Schornsteins verbringen und dort über
Kamerasignale, die wir dann nach unten funken und beim Bagger und beim Radfahrer über einen Monitor ausgeben. Diese Steuerung der Zustellbewegung durch den Kran und der eigentlichen Schneidbewegung durch die Schere realisieren. Ich bediene mit dem Joystick die Zange und versuche die Zange immer auf den Rand vom Schornstein zu setzen. Der Kollege im Bagger drückt einen Knopf und fährt damit die Zange zusammen. Das ist eine Schere zum Beton, zum Stahlbeton schneiden, ja. Also dieser Einsatz, der jetzt eingebaut ist, zerkleinert den Beton, legt die Bewehrung frei und schneidet in den oberen Drittel die Bewehrung kaputt. So kann man den Beton und das Eisen zerschneiden in kleine Stücken und die fallen dann außen herum. Das Schwierigste an der ganzen Sache ist, wir arbeiten ja über die Kamera, die hier oben angebracht ist. Wir gucken ja dann nicht direkt aus der Kabine raus, wie sonst auch immer. Und wir arbeiten ja über die Kamera und dadurch, dass sie sich hin und her bewegt, das ist manchmal Glückssache, dass man oben den Rand trifft. Aber es geht gut. Der erste Abschnitt ist geschafft. Aber wie gefährlich ist das Material jetzt noch, das unten landet? Innen sieht der Beton ganz sauber aus. Kein Wunder, der Kamin wurde gründlich gesäubert. Mit der Abluft sind natürlich Aerosole, also Staubpartikel, an der Oberfläche, an der rauen Oberfläche des Betons angelagert und die mussten runtergenommen werden. Dann wurde der gereinigt. Dazu wurde ein Befahrsystem eingebaut, sodass man über den Fahrstuhl jede Stelle des Fahrkamins erreichen konnte. Die Kamin wurde innen drin also geschliffen, sauber gemacht und letztendlich freigemessen. Weiter geht's. Der Beton- und Eisenberg im und am Kamin wird immer höher. Doch dann ist erstmal Schluss. Der Wind macht den Abbrucharbeitern einen Strich durch die Rechnung. Die Zange wurde abgebaut, nichts geht mehr. Ja, die Windgeschwindigkeiten sind über 9 Meter je Sekunde. Und damit schaltet der Kran ab. Kann nicht mehr gefahren werden. Und die Arbeit müssen eingestellt werden. Nun heißt es warten, bis der Sturm vorbei ist. Nach einer Woche Stillstand hat sich das Wetter beruhigt. Die XXL-Zange hängt sicher am Kran und kann sich weiter durch Beton und Eisen beißen. Welche Kraft dahinter steckt, das hört man auch. In ihren abgedunkelten Kabinen arbeiten Kranfahrer und Baggerfahrer mit höchster Konzentration und müssen sich komplett aufeinander verlassen. Der eine positioniert die Zange am richtigen Ort, der andere steuert das Zubeißen. Der alte Abluftkamin Nord 1 kann nur abgerissen werden, weil es einen neuen, einen modernen Ersatzkamin bereits gibt. Den hat der Lüftungsingenieur Jörg Kuse mitgeplant und konstruiert. Er ist seit den 1970er Jahren im Werk und auch nach der Stilllegung geblieben. Heute bereite ich vor, dass man überhaupt die Voraussetzung hat, um was abzureißen, um was stillzulegen. Und ich kann nur sagen, für mich waren das sehr interessante Jahre. Ich durfte noch nie so viel planen und denken und all das, was ich gelernt habe, durfte ich auch umsetzen. Die neue Anlage lüftet den Kontrollbereich und filtert die Luft nach draußen. Überwacht wird das auch in der alten Blockwarte, die nach wie vor für die gesamte Restbetriebsanlage in Funktion ist. Mittlerweile hat die Abbruchzange jene Stelle erreicht, an der früher der Fuchs, der Kanal aus dem Spezialgebäude, in den Kamin kam. Jetzt spielt der Wind keine große Rolle mehr, aber die Abbruchzange kommt nur langsam voran.
einfacher gehen die Ziegelschornsteine. Ja? Die gehen leichter zu demontieren, ja? Wie dieser Stahlbeton. Der wird nach unten immer dicker und stärker. Ja? Und da geht das dann schwieriger kaputt und braucht dann seine Zeit halt. Ja? Greifswald ist das weltweit größte Rückbauprojekt atomarer Anlagen. Auf dem Gelände sind im Jahre 2016 die unterschiedlichen Stufen deutlich zu sehen. Es gibt stillgelegte Gebäude, es gibt Hallen, in denen Stahl und Beton zerlegt und von radioaktiver Strahlung befreit wird. Es gibt ein eigenes, neu gebautes Zwischenlager für Brennelemente, Reaktoren und andere radioaktive Materialien. Und es gibt neue Industrieansiedlungen im früheren Maschinenhaus. Die EWN-Mitarbeiter gelten inzwischen als gefragte Spezialisten. Also wir haben bei der EWN ganz deutlich Kompetenzen und große Stärken im Bereich Rückbauplanung. Projektmanagement, das ist ja eine Systemleistung, wo man Rückbau, Technologie, Entsorgung, Strahlenschutz zusammendenken muss und genau wissen muss, welcher Schritt kommt vor dem nächsten. Da sind wir sehr stark. Wir sind auch sehr stark in den Bereichen Verpackung von radioaktiven Reststoffen, von Abfällen. Wir sind sehr gut im Bereich Castor-Behandlung, Castor-Transporte. Wir sind gut, wirklich gut im Bereich Großkomponenten, Reaktordruckgefäße, Dampferzeuger. Also da haben wir viel vorzuweisen, weil das ist so das, was ich gerne als Kernkompetenz herausstellen würde und was auch über Jahrzehnte in der Bundesrepublik noch gebraucht werden wird. Mit dem Abriss des Abluftkamins Nord 1 werden nun erneut Erfahrungen gesammelt für weitere Abrissvorhaben. Die letzten Meter stehen an. Jetzt wird mit dem Hydraulikhammer weitergearbeitet. Ein über 3 Meter hoher Berg aus Beton und Eisen muss ganz zum Schluss beseitigt werden. LKWs bringen den Schutt auf ein werkseigenes Gelände. Hier wird das Material für ein späteres Recycling vorbereitet. Ein weiteres Kapitel vom Rückbau des Kernkraftwerkes Greifswald ist geschafft.